Grüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Next Space Rebels mit Pien im Fuchsel. So, in der letzten Folge haben wir diese eine Rakete hier gestartet. Also gar extra aufgenommen alles und so weiter. Passt soweit. Aber geht nichts mehr. Und ich glaube, wir müssen als nächstes erstmal hier die ganzen Sachen hier kaufen. Wenn es geht. So. Dann müssen wir ab jetzt wieder Nachrichten kriegen. Weil es waren ja die ganzen Teile von, wie ist der? Robob? Die Aufgabe machen wir nicht. So, wir haben immer noch die Rakete hier. Mal überlegen. Wenn wir jetzt hier, sagen wir mal, den Treibstoff hier. Dann bauen wir hier noch einen Verbinder. Auch keine Materialien mehr. Och nö, kommt schon. Reicht das? Das reicht. Treibstoff. Können wir das Brett hier auch wegmachen an der Seite, weil das brauchen wir nicht mehr. Verbindung. Einmal, ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur eine Rakete in die Luft schießen. Dann geht's weiter. Überhaupt jetzt zumindest mal. Dann nehmen wir uns ein bisschen höher. So, jetzt müssen wir verbinden alles. So. Jetzt brauchen wir noch eine Rakete oben. Und die weit oben abfeuern. Da würde ich wieder auf PVC zurückgreifen. Ein bisschen billigeres Material hier. Ja, stimmt, der geht nicht. Das Rohr hier. So, dann müssen hier die Flügel wieder dran. Ist das Teil hier auch gegangen? Näher ranzoomen. Mit X drehen. Könnten hier auch ein bisschen weiter reinschieben einfach und dann den hier verbinden. So, nochmal den hier oben drauf. Dann brauchen wir den hier mit der geringen Ding hier. Und wir brauchen einen Booster. Und der löst jetzt nach 8 Sekunden. Der hat ja eine Brenndauer von 6 Sekunden. Schauen wir einfach mal. Schauen wir mal, wie lange die jetzt brennen. So. Jetzt zünden die Booster. Okay, ist noch nicht ganz perfekt. Noch nicht ganz perfekt. Wir brauchen hier beim Booster. Ja, ja, scheiß auf die Aufgabe. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, aber ich möchte trotzdem die hier nochmal abfeuern. Machen wir mal 10 Sekunden. Zum Start und Feuer. Okay, läuft, läuft. 5, 4, 3, 2, 1. Feuer. Da fliegt nicht die andere schön. Na. Na, sehr schön. Läuft doch perfekt. Wie schnell sind wir jetzt noch? Okay, jetzt wird es langsamer. Aber wir haben die 20 Kilometer geknackt. Hey! 23, 24, 25. 26, 27, 28, komm, die 30 schaffen wir auch easy. Und 30, 31, 32, 33, nee, 34 schaffen wir, jetzt rät sie schon. Und kommt wieder runter.
Okay, das war ein richtig cooler Flug. Welcher wir Flugwinkel aufgrund mangelnder Flossenstärke für Schubstärke. Ja. Richtig verbunden. Skelett, Schallmauer, Düsenflieger, Trennung. So, Kombination will hoch hinaus, Kombination clever. Das geht inzwischen mit den Abonnenten sehr langsam voran. Gutes Video, Bruder. Ja gut, da werde ich nicht viel dabei sein. So, wir haben drei Nachrichten. Einmal vielen Dank. Der Fuchsel, sie, ich liebe sie. Du hast mir so viel Arbeit gegeben, dass ich das Leben meiner reicher leben kann. Es bleibt mir keine Arbeit mehr für dich. Wiedersehen. Schrotttastisch. Du hast es echt drauf. Du hast alle hübschen Schrottteile kombiniert. Ich wusste doch, dass du ein echter Schatz für das Team bist. Nun lagst du richtig. Gardner. Also, ich habe mit diesem Rolly, der Builder-Typ, geredet. Er sagt, dass er ab sofort ausgefeiltere Schrottteile im Shop verkauft. Ja, hier unten. Cool, danke für die Infos. Kein Ding, Mann. Ich verstehe sie nicht, dass du was verpasst. Was sagt denn... Ups. Finanziell geht da ein bisschen was. So. Leider nicht mehr viel. Echte Schrottrakete. Nachdem ich weiß, dass du wirklich gern engagiert bist, kann ich meine nächste Bitte an dich richten. Wir brauchen ein neues Raketenvideo, um Team Schrott zu werben. Du solltest eine ernsthafte Schrottrakete mit professionellen Abmessungen bauen. Kein kleines Do-it-yourself. Ich bin überzeugt, dass du genau das richtige Person dafür bist. Können wir uns auf dich verlassen? Ich werde mein Bestes geben. Das Beste ist nicht genug. Auf jeden Fall machst du wieder eine neue Aufgabe. Großer Schrott. Warum nur Teil der Gruppe Schrott? Kannst du hier eine Rakete mit 3 Meter Länge und Mindestspannweite von 300? Okay, das wird ein bisschen schwieriger. Ein Bierfass. Okay, lassen wir mal kurz überlegen. Bremsscheibe. Das wäre auf jeden Fall die passende Spitze. Chestner Heckflügel. Okay. Gasflaschenrahmen. Lass mal kurz überlegen. Halbes Bierfass. Fangen wir mit dem Bierfass so als Grundlage an. Da kann man sogar zwei gleich aufeinander sitzen. Die Chessa-Flügel könnte man hier in der Breite verwenden. Dann brauchen wir halt noch ein bisschen mehr. Das sind noch keine 3 Meter. Aber sind es 2 Meter? Ab hier. Bauen wir hier die Schubkarre hier noch so hin. Lass mal kurz das hier kopieren, drehen so. Wir bauen jetzt hier das Fass dazwischen. 3 Meter Höhe, das müsste eigentlich dann auch nicht. Hä? Die hat jetzt keine. Ja, muss jetzt noch rüber. Achso, jetzt passt's. Ja, okay, mal so, dass hier komplett an der Seite dran klebt. Der Seite auch. So. Gut, dann hat man das schon mal in der Breite soweit.
Ein bisschen kleiner. Das schon passen hier. Ich hätte gern ein bisschen kürzer, wenn es geht. Oder wir verlängern es einfach mit dem Teil hier. Das passt soweit. Gut, jetzt brauchen wir wieder Booster. Treibstoff. Experimenteller Biotreibstoff. Algenfass. Okay, Triebwerk 1. Triebwerk 2. Ein bisschen übertreiben halt. So, jetzt sehe ich hier, dass dieser Benzinkraftstoff hier die 10-fache Auswurfgeschwindigkeit hat. Das wird ordentlich Dampf haben. So, kriege ich das vielleicht nochmal hin? Nee, wird wahrscheinlich nicht gehen. Verbund. Einmal verbinden. Dem hier außen. Dem hier. Dann brauche ich nochmal einen Verbinder. Okay, geht es nochmal innerhalb. So. Dann brauche ich hier den Trenner und hätte gerne hier noch eine Pumpe hier drin. 500 Meter werden wir easy erreichen. Da habe ich keinen Zweifel dran. So, einmal die Pumpe, einmal hier rein, jetzt hier einmal und nochmal. So, jetzt muss ich die Rakete noch ein bisschen austarieren. So, jetzt soll es gehen. Oh, sieht aber gut aus. Na ja, Güttelbräu. Ja, und weg ist sie. 500 Meter, easy going. 1000 Meter, oh, sie bricht auseinander. Die hat die Flügel verloren. Hat die Flügel auf halbem Weg verloren. Aber gut, der Rest bleibt stabil. So, folgen. Kann natürlich auch passieren, dass die Rakete einfach auseinanderbricht. Für 500 Meter, das reicht easy. Großer Schrott, du hast ein virales Tech. Großartig für das Verstehen von großer Schrott. Flugzeug, Familie, Alge. Das Verwenden eines Algenteils. Okay, Fass. Schwingen. Ich weiß es nicht. Kombination cool und seltsam. 140.000. Und so, Geld kommt auch ein bisschen rein. Ist aber schön geflogen. Ich müsste aber viele Dislikes bekommen haben. 23. Na okay. So, hier gibt's nichts mehr. Schrottspektakel, ausgezeichnet. Es war die richtige Entscheidung, dich wegen des Videos zu fragen. Schön, dich an Bord zu wissen. Hat aber ganz schön viele negative Kommentare. Na gut, aber es gibt einen 23 negative Daumen, also. Das ist doch nur die gehässige Rosewood. Die hat ihre Trollarme zusammengetrommelt. Trollarmee zusammengetrommelt, um uns zu demoralisieren. Aber Schrott ist stark, wir werden obsiegen. Gepriesen sei Team Schrott. Oh, wenn du mit einem Stöckchen auf eine Schubkarre einhaust, wer wird zuerst brechen? Junklord, Denkstel für die Baumkuschlerin. Natürlich nicht, schließlich sind wir Team Schrott. Nichts kann uns aufhalten. Ich kann es nicht ertragen, dass diese Zicke Rosewood dein schönes Video so in den Dreck zieht. Wir sollten jetzt zeigen, wer hier der Boss ist. Eine Schrottrakete bauen, die dieser Ökotussi so richtig aufstoßen wird.
Ich finde diese Rivalität kindisch. Ach was, ist doch nur Spaß. Sie vertritt eben sein Team. Man muss die Gegner dissen. Okay. Was schlägst du vor? Was sollen wir machen? Was wäre der beste Mittelfinger für diese Baumaffen? Ein Specht. Einfach aus Plastik. Eine Axt. Nice, aber würde ich auch fliegen? Oh, ich hab's. Verwende dieses Sägewerk. Und schieße es in einen Müllcontainer. Das sollte die Botschaft überbringen. Klingt nach einem Plan. Teilemuseum. Du hast also alle Schrottteile gesammelt. Bedeutet das, dass du mit Team Schrott zusammenarbeitest? Ja. Ich bin zwar nur ein Kurator, aber ich habe Ohren. Du solltest dir genau überlegen, mit wem du zusammenarbeitest. Ich habe da ein paar schreckliche Dinge gehört. Welche denn? Sagen wir einfach, das ist nicht für ihre Freundlichkeit bekannt. Also ich fand bis jetzt waren die alle recht nett zu mir. Insbesondere gegenüber rivalisierenden Bastlern. Hast du schon mit jemandem namens Rolly the Builder gesprochen? Ja. Na dann sei vorsichtig, ja. Er scheint es nicht so mit dem Gesetz zu haben. Du willst jetzt sicher noch ein neues Retro-Teil, oder? Es geht immer nur um Belohnung. Ein kleiner Scherz. Dann hast du es dir verdient. Bitteschön. Behalte einen kühlen Kopf und klaren Kopf, bis da eine kleine Hülle entdeckt. Kleine Hülle entdeckt. So. Wo Holz hingehört. Baue nur Teil der Gruppe Schott, baue Tischsäge ein, schieße die Rakete im Müllcontainer. In Müllcontainer. Booster. Keine Ahnung. Ich muss erstmal wissen, wo dieser Müllcontainer überhaupt steht. So, Müllcontainer ist da hinten. Oh, vielleicht wird sogar ein Treffer. Ich glaube nicht. Okay, vielleicht nicht so stark. Beziehungsweise. Warum nicht immer den schwächeren Booster hin? So hin. Vielleicht klappt das ja schon. Ja. Ja, ein bisschen zu weit. Okay. Drehen wir den hier mal ein bisschen. Gucken wir mal, was das für eine Wirkung hat. Okay. Das war auch nix. Okay, neue Idee. Wir tun den hier mal entfernen. Bauen hier einen Booster hin. Von der Richtung her wird es passen. Ah, knapp, hier ist ein bisschen höher. Okay. Ja, scheint wieder zu dauern. Gut, zurück am Zeichenbrett. Was, wenn wir die Rakete so hinmachen? Und jetzt einfach hier nochmal eine so hinbauen. Schauen wir einfach mal. Nee, das war nichts. Zurück zum Zeichentisch. Dreht sich einfach nur in. Was, wenn ich die nach 2 Sekunden erst losgehen lasse? Okay, es war auch nichts. Aber wir nähern uns. Okay, was, wenn wir die so hinstellen? Entfernen, entfernen, kopieren,
Eins, zwei. Ja, nein. Aber er hat es zumindest schon mal berührt. Die Frage ist jetzt mehr oder weniger. Nochmal mit ihm 2 Sekunden später. Mal sehen, was das bewirkt. Okay, gar nichts. Okay, entfernen wir die alle nochmal. Ich weiß nicht, ich krieg's mit Boostern hin. Die waren zu stark. Die kann ich nicht verwenden. So sieht es richtig aus, zerredet. Da müssten die eigentlich gerade nach oben fliegen. Wenn wir jetzt hier unten einfach so einen kleinen hier hinbauen. Kopieren und auf die andere Seite auch hinbauen. Gut, das war auch nichts. Au, voll aufs Auto. Schnell weg hier. Kacke. Okay, das war nichts, das war nichts. Ich glaube, dass die zu stark sind. Nehmen wir mal eine, die darüber feuert. Die haut halt irgendwo hin ab. Okay, ich denke, das kann ein bisschen schwieriger werden. Da werden die restliche Folge wahrscheinlich dran sitzen. Okay, was wäre, wenn wir jetzt den Booster hier so hinbauen? Ein einziger Booster. Ja, okay, der eine Booster kann das Ding nicht hochheben. Und zwei tun schon wieder zu viel austarieren. Es sei denn, ich tue mal den hier so mittig hin und stelle den zweiten so daneben hin. Und so hätte ich es gern. Ah, nein, nicht ganz. Nicht ganz. Da brauchen wir doch 3 Stück. Warte mal, der kleine Booster hier, der hat 300 Schubkraft. 30 und der hier 63. Also wahrscheinlich zu stark werden. Ist er drin? Der war nicht drin, oder? Der ist drüber hinweggeflogen. Okay, wir können ja mal ein bisschen rumspielen, wenn wir jetzt die hier einfach mal auslösen nach. Nee, warte mal. Der hier. Nach 0,5. Und der hier auch nach 0,5. Dass er die eine Rakete ein bisschen schneller leer wird. Okay, nicht ganz. Nach einer Sekunde. Nochmal nach 0,3 jeweils. Weil allein der eine hat schon was gebracht. Ah, so knapp. Vielleicht reicht einfach nur eine Wiederholung.
Nee. Nochmal. Nochmal. Okay. Nicht 03, sondern 02 machen wir jetzt mal. Zwei. Zwei. So, einfach noch ein bisschen. Verdammt. Okay, gehen wir mal auf 01 runter. Muss einfach nur ein bisschen austarieren. Ansonsten probiere ich mal die mittleren beiden gleichzeitig zu feuern. Ist er drin? Der war jetzt nicht drin, oder? Ah, oh, Mann. Nochmal. Noch. Nochmal. Ach, komm schon. Okay, es wird noch ein bisschen dauern. Nein. Es ist doch nicht. Nochmal. Och, als würde man versuchen, einen Faden durch ein Nadelöhr zu schießen. Man muss einfach weiter versuchen. Okay, wie könnte man es noch weiter austarieren? Ich überlege gerade, wenn ich hier noch versuche. Nee. Diesmal hat er das fast geschafft. Was wäre, wenn ich... als ob der jetzt halt da nicht reingeplumpst wäre. Das Problem ist halt, die kleinen Booster, die haben zu wenig Schmackes. Oh, jetzt ist er drin. Ja, okay. Wo hat's hingehört? Power Boost. Müllcontainer. Metall, Säge. Symmetrisch. Nur nicht aufgeben. Vierhundertsiebzehn. Stinkender schlechter Schrott. 26 Kommentare, aber niemand, der was haben will. Ich habe versucht, etwas in den N-Motor-Bereich zu machen, aber es ist schwierig, diese Art von Macht von KNO3 zu erhalten. Okay. Scheiß auf Holz. Weißt du, das Video mit der Sägemühle wird nicht reichen. Es ist ein ausgewachsener Flame War. Wir brauchen etwas Besseres als Symbolik. Ich werde es einfach ignorieren. Du bist doch ganz bei Trost, du musst zurückschlagen. Bring sie einfach alle mal zum Schweigen. Irgendwas so, als sollte ich Rosewood umbringen, ha? Wir müssen Rosewood für immer das Handwerk legen. Ihr und ganz Wood-based. Lass eine Rakete in ihr Lager krachen und dann das brennen. Das geschehe ihr recht. Ihr Lager abfackeln? Nur sicher. Und so geht man mit Leuten um, man lässt sie brennen. Ob wir Menschen drin sind? Keine Sorge, das wird schon niemand sein. Das ist auch nur ein nutzloses Lager für nutzloses Holz. Also, was meinst du, bereit für ein Schätzchen? Ah, ist der falsche Weg. Du hast nicht zu entscheiden, was richtig oder falsch ist. Das ist meine Aufgabe und ich sage, start die Rakete. Du bist nicht mein Chef. Bin ich nicht?
Dieser Idiot Scrap, der tut alles, was ich ihm sage. Und du sollst es auch tun. Wenn nicht, werde ich dich ruinieren, und zwar für immer. Rosewoods Trolle sind Pipifax gegen das, was ich tun kann. Willst du mehr Patronen? Hätte ich das dann wieder einen Strike kriegen und dann von StarTube runterfliegen? Nee, nee, wie du willst. Nenne es, wie du willst. Ich weiß, dass du tief in dir ein gutes Herz hast. Sei nett zu mir, dann bin ich auch nett zu dir. Abgesehen davon, liebst du Raketen, oder? Es sollte also mächtig viel Spaß machen, diese hier zu zünden. Und schon habe ich keine Wahl. Die Qual des Wahls. Natürlich hast du die Wahl. Entweder du lässt eine Rakete in ihr Lager hingehen, oder ich lasse deinen Arsch hochgehen, kapiert? Das war kein Witz. Wenn du so froh bist und Team Schrott angehörst. Team Schrott, yay. Morgen gibt es ein großes Lagerfeuer, ich kann es kaum erwarten. Lass mich dir zu feiern einen besonderen Whisky schicken. Du magst so Whisky, oder? Ich trinke keinen Alkohol. Zu schade. Molotow-Cocktail. Habe ich den nicht schon? Denn ich habe genau den richtigen Töpfchen für diesen Job. Den habe ich schon. Umso besser. Wir wollen das doch richtig machen, oder? Wir wollen Wumms und kein Wimmern. Habe ich nicht recht? Habe ich nicht recht? Scrap that, Rolly the Boulders, arschig zu mir. Ich kaufe dafür eine Mondrakete. So. Ja. So, Schlammschlacht. Baue eine Rakete der Gruppe Schrott. Baue Molotow-Cocktail ein, erreiche eine horizontale Entfernung von 3 Kilometern. Bleibe unter einer horizontalen von 4 Kilometern. Lass die Rakete explodieren, indem sie auf den Boden aufschlagen lässt. Puh, da wartet eine ordentliche Aufgabe auf uns. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Next Space Rebels wieder. Würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Also bis dann. Tschüss.